Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf dem Kanal. Und zwar spielen wir Transport FIFA 2. Ich habe mir da eine schöne Map schon ausgesucht in Large und auch schon eine Stadt, wo ich anfangen möchte. Und zwar Greifenstein. Eine nette kleine Ortschaft hier am Rand der Karte. Und hier will ich sowas wie eine Kornbank aufbauen, denn wie ihr seht, wir haben da einen Bauernhof, da oben und da nochmal. Und auf der Seite, jetzt auch nochmal ein, da will ich hier sowas wie einen Kornspeicher bauen. Könnte man dann auch vorstellen, dass man da wie so eine Zuglinie macht, die dann von hier unten da nach oben geht. Denn wir haben hier nämlich einen kleinen Hügel, wenn wir hier mal so schauen. Seht ihr, da geht es ganz schön steil rauf. Also gibt uns eh die Straße so ein bisschen den Weg schon vor. Aber das werden wir heute nicht schaffen. Ich werde aber auf alle Fälle schon mal in die Linie starten. Und zwar werde ich von dem Bauernhof hier eine Linie hier runter zur Lebensmittelfabrik machen. Ganz bewusst nicht von da, weil da kriegen wir weniger Geld, weil es weniger weit auseinander ist. Und die Linie müsste dann eigentlich recht profitabel sein, wenn die von hier oben nach hier unten fährt und dann wieder in die Stadt rein. Das erstmal als Anfangslinie. Da werde ich auch, glaube ich, gleich das mit einer Tram machen. Und hier haben wir eh ein bisschen Platz. Dann können wir das gerade hier drin machen. Ich will auch Schwimmbar betreiben, aber ohne Cheaten. Sprich, wir brauchen Geld erstmal. Machen wir hier gleich mal mit 2 lang und elektrifiziert. Könnte man das denn hier schön machen? Könnte man hier irgendwie so eine Art Betriebshof gerade schon machen? Ach, warte mal. Das ist jetzt Passagier. Wir wollen das da. Ungefähr so. Zum Beispiel den ersten Fehler gemacht. Das will ich hier umbauen. Mit anderen Stationen. Und zwar einmal hier mit der Überdachung. Einmal hier so. Und hier nochmal das gleiche. Dachung und einmal. So. Passt. Gefällt mir. Vorerst. Gut. Dann. Ein Depot. Soll auch gleich hier draußen sein. So. Und dann straßentechnisch. Nochmal. Nehmen wir. Was nehmen wir für eine Straße? 50, wie sieht denn die aus? Das könnte man machen. Wie schaut es aus mit Landstraße? Hier hat einfach gar keine Markierung. Aber da haben wir eine Markierung. Ich würde sagen, wir fahren vorerst da ganz normal, damit es hier passt. Geht dann bis hier hin. Und einmal so. Okay, dann das Ganze einmal glätten. Ich hasse es, wenn es hier so Hügel hat. Ja, ich würde sagen, für den Anfang tut's. So, dann gleich hier mal Straßen upgraden. Das machen wir hier so. Wenn es hier gut aussieht. Achso, wir haben keine Oberleitung, kann das sein? Ja. Aber hier ist doch. Doch, das passt schon. Aber. Komisch. Also, dann schauen wir mal ganz kurz, wo wir hier die Abladestation machen. Sollen wir die gerade bei der Hauptstraße machen oder ein bisschen abseits? Ich würde sagen, die kommen ja von da hinten wieder. Wir machen das mal hier auf der Nebenstraße. Ungefähr so. Und dann brauchen wir hier noch ein Depot. Also eine Depot, ja doch.
hier mal so ein Abholstation. Machen wir auch gleich mal. Nein, die machen wir jetzt nicht den groß. Reicht vorerst eigentlich nur eine Station. Die machen wir aber auch gleich wieder neu. Ich würde sagen, dann machen wir hier mal den Chat rein. War gerade ein bisschen größer. Ja, perfekt. Dann hier gleich noch Straßen upgraden, damit wir damit Maximum Speed fahren. 80 in dem Fall. Einmal upgraden. Dumm, 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 dumm. Nein, ich möchte nicht, dass du bis in die Stadt reingehst. Da gibt es einen kleinen Trick. Da muss man einfach den Bereich ein bisschen außerhalb der Kamera bringen. Und dann so upgraden. Ja, genau, dann hast du jetzt nicht ganz reingemacht. Perfekt, dann hätten wir das. Hier drinnen brauchen wir noch Saft auf den Straßen. Und ich würde sagen, wir fahren so rum. Ja, sieht nicht verkehrt aus. Dann erste Linie. Du kannst hier gleich schon mal vollladen. Fährst bis dahin. Und da wieder abladen. Und das nehmen wir mal Greifensteinbrot. Brett. Entschuldigung. So, da. Dann hätte ich hier gerne Cargo Tram. Und zwar nehmen wir mal, welches ist schneller? Ich glaube, bei der langen Distanz gehe ich mal auf Geschwindigkeit. Das sind zwar nur 5 km/h, aber immerhin. Da kaufen wir uns jetzt gleich mal ein Stück, würde ich sagen. 3 Millionen. Rot komplett. Gut, lass mal die Zeit voranschreiten. Wir spielen jetzt erstmal mit halber Geschwindigkeit. Aber ich will nicht, dass die Zeit zu schnell vergeht. Nice. Ist aber jetzt das zweite Mal, dass ich jetzt hier die erste Episode aufnehme. Beim ersten Mal, als ich dann herausstellte, dass ich ein paar Frame-Drops drin hatte, das sah dann nicht so geil aus. Ich hoffe, das jetzt ein bisschen anpasst. Jetzt sind wir gerade bei 50 FPS, mit 30 nehme ich auf. Das sollte jetzt dann schön ausschauen, hoffe ich mal. Und halt das Ganze in 4K. Nice. Dann hätten wir jetzt hier mal die erste Linie. Muss mal schauen, was wir als nächstes machen können. Die Stadt ist erstmal uninteressant. Da bei Züssow. Okay, da braucht man einen neuen Namen. Schreibt es mal in die Kommentare rein, wie die Stadt da heißen soll. Also das geht gar nicht. Die braucht auch Brot. Wir könnten da so eine Verbindung machen. Ist aber teuer, weil da wäre meine Brücke brauchen, Halle Autosave. Benzin, da hat es Ölquellen, aber keine Verarbeitung in der Nähe. Wir könnten natürlich auch das Brot irgendwie da so raufbringen mit einer Cargo-Tram. Soll man das tun? Das ist eine ziemlich lange Strecke. Das wäre eigentlich was für mit einem Zug was. Aber Zug ist noch zu teuer. Ich glaube, oder sollen wir es mit dem Bus machen? Ich bin mir gerade unsicher. Ich würde sagen, nee, machen wir nicht. Das ist mal ein bisschen zu lang, die Strecke. In Fermerswalde gibt es noch Bauwand. Da hat man Steine. Steine-Bauwand da oben. Das wird gehen, aber wir haben hier keine Straße. Die könnten wir aber ziehen. Ich glaube, das machen wir. So. Einmal den hier. Dass es irgendwie eine nachvollziehbare Straße ist. Sollen wir das auch mit der Cargo-Tram machen? Ja, ich würde schon sagen.
So. Bild, ja, schaut eigentlich ganz gut aus. Ah, jetzt haben wir hier so einen Hügel. So. Ich will da irgendwie anschließen. So, und jetzt schauen wir mal, wie kriegen wir das da? Ah, ich würde sagen, wir machen da gerade so eine Kreuzung draus. Dazu. Und gehen dann da vorne in den Punkt rein. Okay, das sieht schon mal ganz gut aus. So, hier ein Depot. Hier brauchen wir eigentlich auch nur eins. Und dann mal so hier hin hinsetzen. Dann hier mache ich auch erstmal eins. Oh nee, du bist jetzt so voll im Hügel drin, oder? Das macht schon Sinn da. Okay. Konfigurieren. Abreißen. Was haben wir denn da? Tank Cargo. Coal Cargo. Tanker Coal. Wie schaut denn das mit der Kohle aus? Einfach nochmal aus Neugierde. Man könnte jetzt tun, als wäre es Gestein. Wie sieht denn das aus? Mit Förderbändern. Na, ich gehe da mit dem Kohle, weil dann fahren die Trams da so quasi drunter und dann werden die von oben beladen. Wir stellen uns einfach mal vor, das wäre Gestein. Das war das. So. Hier, nachdem wir so Baumaterialien sind, werden wir vermutlich einfach nur so ein Shed machen. Ah, Typ. Gut. Und hier noch das ganze upgraden. Die Straße da. Ja, habe ich die andere Straße da genommen? Komisch. So. Bis da, nee. Und hier ist... Wo werden wir es denn hier machen? Na, hier haben wir die Hauptstraße. Die werden vermutlich in die Richtung ausbauen. So machen oder so. Ich würde sagen, für den Moment machen wir es mal mit der Hauptstraße hier. Einmal upgraden von dem Tram der Firma da. So rum. Und dann da wieder rein. Jetzt aber. Ah, immer in der Aufnahme. So, Tramdebo, wo steckt man dich hin? Wir stecken dich im Ausnahmsweise mal hier in die Stadt rein. Aber irgendwo am Rande, ich würde es gerade sagen, da. Wie das hier halbwegs schön aussieht. So, hier noch einmal upgraden. Dann ist es gut. So, da werden wir jetzt auch wieder auf Geschwindigkeit gehen. Kann man sagen, 6 Stück. Oder nein, machen wir gleich 8. Neue Linie. Du fährst von da einmal vollladen nach da.
Was? Weg zur Haltestelle kann nicht gefunden werden. Warum nicht? Ist irgendwas nix? Ach da. Ach, ich. Mal die Oberleitung hier wieder entfernt. Na komm. So, aber jetzt. Nee, hier noch nicht. So. Jetzt aber. Also. Obernürburg fährt dann hier wieder rein. Und wieder zurück. Sollte eigentlich auch Profit machen. Und die Stadt hier heißt Fermerswalde. Also, Fermerswalde. Owaren. Nice. So, ich darf schon mal rauskommen. Perfekt. So, jetzt müssen wir nur noch schauen, mal, wie die Straßen hier aussieht von den Kurven. Ja gut, hier machen wir das erstmal bitte schön machen. Soll hier gut aussehen. Mit der Kreuzung bin ich dann noch nicht so happy. Oh, ein Bär. Wie nett. Irgendwie. Was ist, wenn wir die anderen Straßen da upgraden? Aber ohne dem Ganzen da. Lass mal erstmal so. Hier die Straße passt auch. Sollten sie eigentlich mit 40 durchfahren können. Gut, da sind sie ja schon unterwegs. Wird das hier eigentlich irgendwie? Nö, ne. Okay. Passt. Wir schauen mal hier unten aus. Läuft die Produktion schon? Ah, ich glaube, das ist erst das erste Fahrzeug, was hier ankommt. Schauen wir mal gleich, wie das aussieht. Ob man das Brot sieht, wenn es dann da ist. Ja, wieso bleibst du stehen? Erstmal ein Schlückchen Kaffee. Schadet nie. Machen eigentlich ganz gut Geld. Mit dem Bahndicht. Ah ja, da hinten. Brot. Oder Lebensmittel, wie auch immer. Gut. Dann hätten wir jetzt mal die zwei Strecken. Haben eigentlich kaum noch Geld. Hätten wir mal schauen, ob wir das hier nicht ein bisschen verschönern können. Gehen wir mal auf. Schauen wir mal ein bisschen durch, was wir so haben. Auf alle Fälle hätte ich hier drin gerne ein bisschen Gebüsch. So, was haben wir denn hier alles Schönes? Also ich habe echt viele Assets hier drin. Das ist so klein, Market Store. Nee. Vielleicht Bänke. Nee. Macht man hier mal auch nicht. Ich wäre mehr so für Industrial Chemie, Industrial Pipes, Farm Buildings, Barn. Ne, ne, gefällt mir nicht. Obern. Nee. Das wäre die Kohlemine da.
Vielleicht wie so ein Wartungsgebäude hier. Aber das passt mir da nicht so gut hin. Machen wir das doch vielleicht irgendwie so. Gut. Hört man alles nicht? Hast du ein Silo? Nee. Chimney, das passt auch nicht. Schauen wir mal ein bisschen weiter durch. Ach, das sind die Sachen. Das brauchen wir auch alles nicht. Commercial Billings. Aus der ersten Ära. Ära A. Ära B. Einmal zwei. Oh, jetzt. Ah, jetzt dachte ich, da wäre gerade so ein mega Hügel drin. Irgendwie so eine Art Mini-Wohnheim hier. Industrie. Das könnte man irgendwie hier so. Wie so eine Art Mini-Werkstatt dann hier irgendwie vielleicht ist. So, wo hast du deinen Eingang? Hier vorne. Wo klatsche ich dich dann entsprechend hin? Und ich würde mal sagen, dich haben wir mal hier hin. So, und ich würde sagen, was haben wir denn hier noch? Das sind ja die ganzen Industriesachen, Stellwerke etc. Ne, ich würde sagen, da haben wir jetzt noch ein paar Bäume hin. Bäm. Komm, Baum. Da, zu viele Bäume. Darf es dir ein bisschen größer sein? Muss ja nicht hier alles so kahl sein. So. Haben wir jetzt eh nichts in der Straße drin? Voll die schöne Allee hier. So. Dann haben wir hier das ein bisschen belebt. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. So, wie viel wartet denn hier schon? 21, das geht noch. Der wird dann bald mal upgraden. Sollen wir ihm da schon mal noch... Ich glaube, da gebe ich noch ein paar Trams mit dazu. Nur sichtbar. Also kann man ihm nur eine leisten. Okay, wie schaut's da oben aus? Sind die da schon da? Sie auch aufladen? Ja, passt, okay. Der fängt erst an, die ersten sind schon mal raus. Du brauchst eigentlich insgesamt 56. Gut. Allgemeine Übersicht. Ja, sie werden alle beide richtig profitabel werden. Die müssen erst noch ein bisschen einlaufen. Nice. Gut. Was wir jetzt noch machen könnten, bis wir dann mehr Geld haben zum Schimmbauen und so. Also vor allem gerade bei Eisenbahn will ich dann richtig schön bauen mit Bahnhofsvorfeld, Depots etc. Das ist dann mein Hauptding. Aber wie gesagt, da brauchen wir mehr Money. Ich würde jetzt sagen, wir machen einen Postbus zwischen Greifenstein und Züssow. Und... Soll uns einen größeren Startpunkt haben. So eine, mit so einer Schlaufe. Lass mal überlegen, wenn die von da oben kommen, die Schlaufe müsste ja dann so sein. Wenn die zuerst in die Stadt reinfahren sollen, also irgendwie so rum.
Und dann fahren die hier in die Hauptschlaufe rein. Es kostet, wenn ich das hier rein mache, natürlich Money. Wissen wir, wenn man das hier komplett. Ja, wir bauen das hier gleich mal komplett aus. Wir werden dann hier Anbindung zur Straße machen. Ja, ich weiß, das kostet jetzt Geld. Ich hätte es aber gern hier. Ach, das ist aber schön, dass du dich da gerade verbunden hast. So, einmal glätten. Muss sein. Also ganz happy bin ich mit dem Netz. Also, dass es hier so ein bisschen runter geht. Aber gut, gibt Schlimmeres. Das wär's da. Hier haben wir einen Mega-Hügel. Hätte man eigentlich. Jetzt müssen wir mal schauen. Die fahren hier dann, wenn sie dann hier so reinkommen. Doch, die, ja. Würde sagen, wenn die dann hier so. Dann halt irgendwie hier oben. Von uns dann halt hier. Unten. Ja, machen wir mal. So, warum nicht? Willst du mich verarschen? Ich soll selber. Moment mal. Machen wir das mal kurz zuerst so. Na komm. Gut. Gut. Den Zipfel machen wir weg. Okay. Passt einigermaßen. Dann hier nochmal glätten. Okay. Gut. Dann die Stationen dazwischen. Und da hätte ich jetzt gesagt, du bleibst hier einmal stehen. Soll er hier so rein und dann soll er hier so hochfahren. Und hier unten. Gut. Hier hätte ich gern, dass du mir da einmal stehen bleibst und dann fährst du hier so rein. Fährst dann so wieder raus. Okay, machen wir mal die Linie von da, wenn ich das jetzt gerade so mache. Wenn er hier einen Halt macht, dann fährt er da so raus. Hier nee, dann da liegen und dann dahin. Ja, das sieht sauber aus. Aber das hier nicht. Warum machst du das so? Ich glaube, da braucht man so einen Wegweiser. Wo ist denn der? Wo ist denn das mit diesem Wegweiser? Ach, da. Die Richtung. Drei. Dann hätte ich gesagt, bitte einmal hier so. Danke. Ja, so gefällt es mir. Und hier unten, wie schauen wir da aus? Da fährt dann das in die Bucht rein. Ja, sehr gut. Gut, das Ganze nehmen wir jetzt. Busbus in Linie 1. So, und das Depot soll eine Tankstelle sein. Wo klatsche ich die Tankstelle hin? Ist mir vielleicht eh gerade da. Mal zum Bauernhof hin. Ja gut, mit dem Traktor und so, da wäre er, glaube ich, garantiert froh, wenn er eine Tankstelle in der Nähe hat. Wir schauen mal, machen wir das.
So. Ist auch ein Point of Interest, also da wollen die Leute auch hin. Einmal kurz glätten. Die Beleuchtung finde ich ein bisschen schräg. Okay. Entschuldigung fürs Reißbahn. Muss sein, holt raus. So. Wir nehmen jetzt da mal einen Bus. Der fährt 35, 40. Der schnellste, ne, 50 mit 10. Davon können wir uns ein paar leisten. Drei Stück. Postbus, Linie 1. Nice! So, da. Dann haben wir jetzt hier auch ein bisschen Geld. Beziehungsweise ein paar Linien, die Geld machen werden. Und ich werde jetzt mal die Zeit ein bisschen vorspulen lassen, damit wir ein bisschen was haben. Und dann geht es auch schon weiter mit den nächsten Linien und vielleicht sogar schon erstmal ein bisschen besseren Schönbau. Hab mich gefreut. Lasst eure Kommentare da. Und für die eine Stadt brauchen wir noch einen Namen. Sagt zwar Bescheid, wie der heißen soll. Also, bis denn dann und einen guten Start in die Woche. Tschüss.